Aufschlussreiches Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten ist immer dann möglich, wenn statistische Aussagen über zwei Merkmale mit je zwei Ausprägungen getroffen werden. Im letzten Video war das einerseits das Merkmal, Zigarettenraucher zu sein und einmal das Merkmal, Pfeifenraucher zu sein. In diesem Video untersuchen wir nun noch die Merkmale Geschlecht und Diabeteserkrankung und stellen von dort aus allgemeine Bedingungen an eine Vierfeldertafel auf. Das Ganze können wir jetzt bei einer vorgegebenen Personengruppe wieder in einer Vierfeldertafel eintragen. In diesem Fall gebe ich Ihnen die absoluten Zahlen hier direkt in die Vierfeldertafel. Wir haben eine Personengruppe von 1000 Menschen, die sich in 403 weibliche und 597 männliche Personen gliedern oder anders ausgedrückt 51 diabeteserkrankte Menschen und 959 gesunde Menschen. Die konkrete Aufteilung bezüglich dieser beiden Merkmale ist, es gibt 10 weibliche Diabeteserkrankte, dementsprechend 393 weibliche gesunde Menschen in dieser Personengruppe und 41 männliche Diabeteserkrankte Menschen und 556 männliche gesunde Menschen. Wenn ich jetzt aus diesen 1000 Menschen zufällig eine Person auswähle, haben wir es mit einem Laplace-Experiment zu tun, weil für jede Person die Wahrscheinlichkeit, gewählt zu werden, gleich groß ist, nämlich bei 1000stel. Damit kann ich dann die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Merkmale auch berechnen. Zum Beispiel könnte ich die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen wollen, dass ich eine diabeteskranke Person erwische. Das mache ich über die Anteilsregel, also Anzahl aller Diabeteserkrankten über Anzahl aller Menschen in meiner Versuchsgruppe. Da wären wir bei 51 zu 1000, also bei 5,1%. Oder mein zweites Beispiel zu machen, ich schaue mir alle männlichen und gesunden Menschen an und will die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis herausfinden. Das wäre Anzahl aller männlich und gesunden Menschen durch Anzahl aller Menschen in dieser Personengruppe, versteht sich. Und dann wären wir bei 556 über 1000 und das wären dann 55,6%. Und wenn ich das jetzt für alle Merkmalsausprägungen mache, kann ich in meiner Vierfeldertafel statt der absoluten Werte, ähnlich wie wir es bei den Zigarette- und Pfeiferauchenden Menschen in der ersten Aufgabe gemacht haben, auch die relativen Häufigkeiten bzw. Wahrscheinlichkeiten angeben. Und das machen wir jetzt mal schnell. Auf die Art und Weise habe ich Ihnen jetzt hier die relativen Häufigkeiten bzw. statistischen Wahrscheinlichkeiten in der Vierfeldertafel eingetragen. Diese Prozentangaben, die Sie hier in der Vierfeldertafel sehen, sind genau dann sinnvolle statistische Wahrscheinlichkeiten, wenn wir so viele Leute befragt haben in unserer Erhebung, dass diese Erhebung repräsentativ ist. Lassen Sie uns das als Definition für die Vierfeldertafel einmal gemeinsam festhalten. In einer Vierfeldertafel werden die Wahrscheinlichkeiten von zwei Ereignissen A und B inklusive der Gegenereignisse und deren Schnitte übersichtlich dargestellt auf die folgende Art und Weise. Wichtig ist, die Summe der ersten beiden Elemente einer Spalte ergibt das letzte Element der Spalte und gleichermaßen ergibt die Summe der ersten beiden Elemente einer Zeile die das letzte Element der jeweiligen Zeile.